Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Donnerstag. Ja, tatsächlich, auch bei mir ist heute wirklich der Donnerstag, an dem dieses Video für diesen heutigen Donnerstag für euch gemacht wird. Warum wird denn das heute gemacht? Normalerweise produzieren wir schon so ein bisschen vor, dass wir einfach für euch immer was parat haben. Es läuft gerade ein bisschen so, also es ist gerade ein bisschen drunter und drüber. Warum? Weil sich die liebe Claudia eingebildet hat, einen Türstock im Haus zu entfernen, wirklich nur einen Türstock. Man nimmt ja einen Türstock nur raus und meint dann so drüber und ja, das war's doch. Oder nicht? Nein, das ist es nicht. Also es hat sich aus diesem Türstock eine kleinere Baustelle ergeben. Und aufgrund dieser Zeit, die dann ich hatte, weil ja natürlich gewisse Männer im Haus, also mein Bruder ist so nett gewesen und hat uns dann, also die Schäden, die unterm Türstock hervorkamen, die hat uns wieder wunderschön verputzt. Danke dafür auch, lieber Roman. Und auf jeden Fall war das dann im Endeffekt so, dass... Genau, er hat uns das verputzt und jetzt war aber irgendwie die ganze Küche, es war alles einfach in purem Chaos und jeder, der mich kennt, weiß, also ich kriege alle Zustände, wenn es Staub und Dreck im Haus und die, also da wäre ich wirklich ganz, ganz ungut. Jetzt habe ich mich natürlich verzogen, um das ganze Chaos nicht so ganz mitzukriegen. Ich bin dann zum Putzen wieder gekommen und in der Zeit habe ich mir so gedacht, naja, ich könnte doch eigentlich so den Vorraum umgestalten und ein Kinderzimmer oben neu machen, weil ich habe jetzt ein paar Tage Zeit, in denen ich eh nicht in die Küche komme. Aus diesen paar Tagen wurde jetzt doch eine Woche ungefähr und somit, ja, stehe ich jetzt heute hier und mache ganz, ganz spontan jetzt wirklich auch für euch das Video, damit es tatsächlich heute online kommt. Es ist, wie ihr seht, es schaut wieder alles super aus, es ist wieder alles im Lot und ein paar Kleinigkeiten nur, ein Stück Boden fährt nur und solche Dinge, ja. Ich werde mit meinen Wünschen in Zukunft vorsichtig sein. Aber es hat sich jetzt gelohnt. Es schaut wunderschön aus und vielleicht sagen wir euch das natürlich auch gerne mal. Vielleicht einmal den Vorraum. Ja, auf jeden Fall mache ich mit euch heute einen leckeren Drink. Und zwar für Kinder, aber auch für Erwachsene, aber hauptsächlich für Kinder. Eine heiße Banane oder sogar eine heiße Schokobanane. Das kann man sich natürlich aussuchen. Ich habe das Basisrezept von Cookie Doo, das verlinke ich euch gerne unten. Habe einfach so ein bisschen nur meinen eigenen Touch mit reinbracht. Ich finde einfach, Vanille gehört für mich überall mit rein. Und genau, alles andere ist ein bisschen mehr Milch habe ich, weil ich einfach das zu intensiv finde. Genau, das war's. Und wir starten. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Endeffekt, was ist nur wichtig, was ich echt wichtig finde, ist die Banane. Es ist nämlich nicht so, dass ihr jetzt da bitte keine gerade frisch gekaufte, vielleicht die, was noch nicht einmal wirklich gelb sind oder nur recht hart sind und so. Also die Bananen, die passen da nicht. Wir wollen diese Bananen. Wir wollen die Bananen, da wo die Schale schon anfängt braun zu werden und braune Punkte und Flecken bildet, aber bitte keine komplett braune. Also keine, die da schon irgendwie so... Also nicht übertreiben mit dem Braun werden lassen, aber sie darf schon schöne braune Punkte, Flecken haben und sie darf auch da vorne schon leicht diesen braunen Streifen haben. Alles in Ordnung, genauso soll sie sein. Da ist es nämlich so, dass sie die Stärke in der Banane, also der Großteil einfach, wirklich schon in Zucker umgewandelt hat und somit ist die Banane einfach süßer. Und wie ihr seht, wir verwenden keinen Zucker im Rezept. Lediglich diese Zartbitter-Schokodrops und die haben jetzt, sind jetzt vom Zuckergehalt natürlich auch wirklich relativ gering, aber im Vanilleextrakt ist nicht wirklich viel drin, das ist eigentlich ein reines Vanille, also da ist auch kein Zucker, das ist nur quasi natürlich in einer Flüssigkeit, also süßen Flüssigkeit, also das schon, aber ihr wisst, was ich meine, wir wollen keinen extra Zucker verwenden, drum schauen, dass die Banane eine schöne Farbe hat. Und genau, das war jetzt eigentlich so das Wichtigste. Kurkuma ist, finde ich, auch da rein echt eine super Idee. Und wir starten einfach, indem wir uns einmal die Banane schälen. Ihr kennt es da auch. Also ihr kennt ja die Bananen.
die riechen dann einfach auch so gut, aber sind einfach nur nicht so, dass man es schon, ja, so übergatschig. Also ich weiß jetzt nicht, wie man das anders ausdrückt, aber ja, das wollen wir auch nicht. Und die darf sich jetzt einfach in so grobe Scheiben schneiden und dann gleich rein in den Mixtopf. Blub, 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 blub. So, zu der Banane kommt die Butter. Deckel drauf und das Ganze wird jetzt für 3 Minuten bei 120 Grad auf dieser Sanftrührstufe angebraten. Und nebenbei ein herzliches Hallo der Sabine Kleinschuster bei den Zwergohreulen, ein neues Kanalmitglied. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei uns. Ja? Wünschen wir dir. Ja? So, jetzt Deckel runter. Kommt da die Milch rein. Boah, das riecht schon so gut. Dann die Schokodrops, die ihr eben jetzt in diesem Schritt einfach weglassen könnt. Das heißt, ihr könnt euch da selber entscheiden, wollt ihr es mit oder ohne Schokolade machen, kein Problem. Und eben diese Prise Kurkuma. Deckel nochmal drauf und jetzt wird das Ganze nochmal 3 Minuten. Diesmal auf 80 Grad, Stufe 1, nochmal aufgekocht. Jetzt wird die heiße Banane noch püriert und zwar für 30 Sekunden auf Stufe 10. So, einmal alles nach unten. So schaut die jetzt aus. Ihr kennt das da jetzt, glaube ich. Es schaut fast aus wie ein Kakao, also ganz unscheinbar. Schmeckt einfach echt gut. Und jetzt füllt sie es in 2, 4, 6 Gläser, große Gläser, kleine Gläser, Tassen, wie ihr das gerne hättet. Und darf sie es wirklich nur gleich servieren. Also sie schmeckt einfach am besten warm. Das ist einfach ein Fakt. Und jetzt kostet die natürlich nochmal ein kleines Schlückchen. Ha. Kurz warten. Heiß. Oh. Also echt jetzt. Einfach so gut. Also das ist wirklich, wirklich lecker. Und keine Angst, also es gibt ja manche, die Bananen nicht so mögen. Es ist jetzt nicht so, dass das wirklich komplett nach Banane schmeckt, vor allem mit der Schokolade. Wenn ihr die weglasst, natürlich schmeckt es nur intensiver, aber darum mache ich es gern mit Schokolade, weil einfach die Banane da ist, also die Süße der Banane, aber es jetzt nicht komplett nach Banane schmeckt. Und dieses Kakao ähnliche, also es ist einfach nur gut. Probiert es unbedingt aus, auch bei heißen Temperaturen. Also wie ihr seht, Sonne ist endlich da. Also wir haben es uns jetzt eh wohl verdient. Vor allem wir mit unserem ganzen Schnee. Finde ich. Aber es schmeckt immer. Am Abend, für die Kinder. Vorm Schlafen gehen. Oder in der Früh statt am gewöhnlichen Kakao. Probiert es aus. Schreibt es mir gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und lasst es euch schmecken. Ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen Ordnung machen. Und wir sehen uns ganz bald wieder fürs nächste Video. Ich wünsche euch alles Liebe. Ciao, ciao.